Läuft. Hallo ihr Lieben, heute kommt das erste Interview mit einem Aussteiger und ich begrüße ganz herzlich Johannes Braun. Hallo. Hallo liebe Nadja, guten Tag. Du kannst dich gerne mal vorstellen, wo du herkommst. Oh, jetzt habe ich direkt schon mal den Bildschirm wackeln lassen. Genau, bitte. Genau. Ja, ja wo hallo. Du kommst, was du so machst. Nach Basel, guten Tag, mein Name ist Johannes Braun. Ich bin gebürtiger Berliner, ich wohne auch noch in Berlin, bin 45 Jahre alt. Ich bin 1975 in die Zeugen Jehovas Sekte geboren worden und da bin ich 1996 mit 21 ausgestiegen. Mhm. Das ist schon eine ganze Weile her und habe dann eine lange Reise gemacht, weil ich irgendwann festgestellt habe, das war so Ende 20, Anfang 30, nachdem ich es erstmal ziemlich habe krachen lassen. Ja. Ich habe festgestellt, dass, dass ich eine ziemlich große Dysfunktionalität mitgenommen habe. Und wir haben uns ja schon viel unterhalten. Ich habe dann 10 Jahre Psychotherapie gemacht. Ich habe mich mit meinen schweren Depressionen auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe gleichzeitig so eine erste Karriere in der Musikindustrie. Also ich war jahrelang Tourmanager, bin um die Welt gereist mit DJs und mit Bands. Also ich war ein höchst funktionaler Depressiver. Ich habe auf höchstem Niveau gearbeitet und innerlich aber fast eine Abspaltung von mir selber betrieben. Ja. Weil es da viel gab aus meiner Kindheit, wozu ich keinen Bezug hatte. Und die gute Nachricht, es ist witzig, wenn man als Zeuge Jehovas von einer guten Nachricht spricht, ne? Also die gute Nachricht ist tatsächlich, seitdem ich 40 bin, betrachte ich mich als geheilt. Okay. Das ist, ich füge dem immer so dazu, dass das, ich definiere mich so ein bisschen als trockener Depressiver. Also das ist so wie so ein trockener Alkoholiker. Ich weiß, wo sie sind und ich weiß aber vor allem, wie ich damit umgehen kann, mit meinen Depressionen. Und diese ganze Geschichte hat bei mir, meinem Falle, dazu geführt, dass ich, wie man so schön sagt, oder wie ich für mich so schön sage, ich habe aus den Leichen in meinem Keller meine Ressourcen gemacht. Mhm. Mittlerweile bin ich psychotherapeutischer Heilpraktiker und systemischer Coach. Und neben vielen Klienten aus der Kreativwirtschaft, die zu mir kommen, habe ich mich jetzt Anfang des Jahres auch dem Thema Sektenaussteiger gewidmet, was auch wiederum eine Herausforderung ist. Aber ja, ich bin ja Experte auf dem Gebiet. Ja. Also einerseits beim Thema Sektenausstieg und eben als oder mit Psychotherapie, einerseits 10 Jahre als Rezipient und jetzt tatsächlich auch als psychotherapeutischer Heilpraktiker. Und wir sehr beide schön. Sind uns über Dinas Podcast. Ja, genau, da haben wir uns gefunden, sozusagen. Nee, ich wollte mal anfangen und dich mal fragen, was für dich das Schwerste war in dieser Zeit, als du dort noch aktiv warst, als Kind. Was hast du vermisst oder welche Ängste hattest du? Ja, also das Interessante ist ja, also als Kind habe ich ja gar nicht so wahnsinnig viel vermisst. Also das ist ja die Besonderheit des Aufwachens in so einem geschlossenen Glaubenssystem. Ne? Also klar, ne, war das doof, dass ich keinen Weihnachten und keinen Geburtstag gefeiert habe. Aber das Absurde ist ja tatsächlich, dass man das selber als Kind ganz betont, ne? Das ist, ändert sich dann mit dem Älterwerden. Aber man selber empfindet es ja gar nicht so sehr als Mangel, weil man überhaupt nichts anderes kennt. Obwohl ich mich daran erinnere, dass ich tatsächlich also während bei uns halt Weihnachten gar nichts war, ich saß immer auf dem Fensterbrett und habe geguckt, ob ich den Weihnachtsmann sehe, der irgendwie bei den Nachbarn hält. Das ist fast so eine Disney-hafte Vorstellung, ne? Ja. Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich habe auch, ich sag mal, das Glück gehabt, was bei den Zeugen Jehovas tatsächlich oftmals sehr individuell ist. Also mein Vater war und ist so ein bisschen Zeugen Jehovas Prominenz, also war immer ein Ältester und hat da viel bei den Königreichsbauten mitgemischt, aber hat auch wahnsinnig viel gearbeitet. Meine Mutter hatte halt zu Hause das Regime so ganz klassisch und meine Mutter war sehr eigenwillig, also auch innerhalb der Zeugen Jehovas. Hat sie da so ganz gerne ihre eigenen Regeln ausgelebt. Also ich durfte mit Nachbarskindern spielen. Okay, das wurde dann akzeptiert so. Es wurde akzeptiert, ja. Ja, keine Strafen oder
Diskussionen? Nein. Also okay. Ich meine, das war halt, also lustigerweise waren unsere Nachbarskinder auch Pastorskinder. Aha, okay. Aber meine Mutter war tatsächlich, das ist ganz faszinierend, meine Mutter war auch sehr bildungsnah. Also sie hat praktisch das Regiment, also es war schon strenges Regiment auch zu Hause. Aber ich glaube, also meine Mutter war, naja, im Kern ihres Herzens halt auch eine Humanistin. Ne? Also die hatte eine große Menschenliebe. Und ich glaube halt auch aus vielem, was bei den Zeugen Jehovas ist, sich so ein bisschen, ich will nicht sagen, ihr eigenes Süppchen gekocht, aber sie hat halt schon die Regeln nach ihrem Herzen ausgelegt. Das Gute rausgenommen so. Das Gute rausgenommen, ja. Das hat es, es ist immer so schwer, ich habe in vielen Gesprächen festgestellt, das macht es nicht unbedingt besser oder einfacher oder schlechter. Also Tatsache ist es so, ich schiebe das mal vorweg, also ich definiere mich nichtsdestotrotz als Missbrauchsopfer, auch von meiner Mutter. Also die haben mich gewissermaßen für ihre Ängste, für die sie in diese Sekte gegangen sind, missbraucht. Und es hat mich viele Jahre gekostet, das so auszusprechen. Und dann hat es mich nochmal viele Jahre gekostet, es aushalten zu können, dass ich mich von meinen Eltern missbraucht fühle, aber sie trotzdem lieb haben kann. Also meine Mutter ist mittlerweile gestorben, leider seit 5 Jahren. Mein Vater lebt noch, zu dem habe ich sehr, sehr wenig Kontakt. Aber das sind halt die Herausforderungen vor allem, vor die eine solche Kindheit stellt, was halt immer ein Energieverlust ist, ein Kraftverlust ist, weil ich da Sachen in meinem Leben klären musste, um die ich nicht gebeten habe. Und du hast es geschafft, deinen Eltern Schuld zu geben und nicht Gott? Weil da bin ich jetzt gerade dran. Ich habe sehr Mühe damit, meinem Vater zum Beispiel Fehler einzugestehen. Ich sage immer, Gott hat ihn ja so gemacht, mein Vater kann nichts dafür. Also das ist noch sehr in mir drin, dass ich da... Also erstens glaube ich nicht mehr an Gott. Okay. Was auch ein spannender Prozess ist. Also da muss ich vielleicht auch interessanterweise kurz ausholen, weil ich bin mit 21 nicht aus der Sekte ausgestiegen, weil ich nicht mehr an Gott geglaubt habe. Ganz im Gegenteil. Also in meinem Falle war das so, dass ich so mit 15, 16, also ich bin immer ein sehr moralischer Mensch gewesen, insofern, dass ich ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte. Wiederum, glaube ich, etwas, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe. Und ich habe halt mir eine, ich habe zwischen 15 und 16 bis 18, 19, ich habe mir eine unglaubliche theologisch-philosophische Auseinandersetzung mit Gott geliefert. Ja. Also weil ich tatsächlich zu dem Schluss gekommen bin, dass für mich war damals der entscheidende Satz, ne, das hatte dann auch viel mit den, ich habe mit den Büchern, ich habe mich wahnsinnig mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Und so, ich habe das dann irgendwann auf so einen Kernsatz runtergebrochen und dann gibt es ja bei den Zeugen Jehovas die große Streitfrage, ne, also warum ist alles böse auf der Welt, weil Gott uns halt, ne, sozusagen den Beweis liefern will, dass Satan nicht recht hat und so weiter und so fort. Und ich habe dann am Ende für mich festgestellt, dass ein Gott, der Auschwitz zugelassen hat, kann nicht mein Gott sein. Okay. Und ich habe dann tatsächlich auch, ich bin dann sozusagen, ich habe das dann so weit getrieben, diese Gedankengänge. Ich bin dann also von meinem Vater über die Ältestenschaft meiner Versammlung, über den Kreisaufseher bis zum Bezirksaufseher durchgereicht worden und habe denen halt immer weiter und weiter diese Frage gestellt und halt, ne, bis hin zu dem Punkt, dass ich sagte, und ihr glaubt allen Ernstes, dass jetzt ist Paradies und dann wird da so eine Mutter auferweckt, die ist gerade in der Gaskammer gestorben mit ihrem Kind an der Hand und die wird dann auferweckt und dann wird sie von euch Ältesten in Empfang genommen und dann sagt er, und? War nicht toll, aber für Gottes Streitfrage war das doch okay. Was war die Antwort darauf? Mein Vater hat gesagt, ja, das glaubt er. Ich habe gesagt, echt? Und ich nicht. Ja, natürlich, boah. Aber das ist es ja auf dem ja, Punkt. Muss ja, muss ja. Das ist genau der Punkt. Und ich habe gesagt, wenn Gott, also für diese lächerliche Streitfrage, wer ist hier der geilere Gott, Satan oder Gott? Wenn Gott die Möglichkeit gehabt hätte, Auschwitz zu verhindern, dann hätte er es machen müssen. Ja, aber dann kommt sie immer mit dem freien Willen. Da kann Gott nichts dafür. Die Menschen haben ihren freien Willen. Der hat ihn extra gegeben. Und da kommen wir halt, da kommen wir zu diesem Punkt sozusagen, diese mörderische Ideologie.
dass da eine Ideologie am Werk ist, die Menschlichkeit in den Dienst einer absurden, eines Gedankenkonstrukts stellt. Und das war der Punkt, wo ich tatsächlich ausgestiegen bin. Also wo ich mental aus der Nummer, und ich habe es wirklich, ich hab um Lösungen gebettelt. Also es war auch nicht so, dass ich sozusagen mit einer vorgefestigten Meinung in diese, ich habe mich wirklich, also statt einer Pubertät hatte ich eigentlich theologische Auseinandersetzung. Mhm. Und ich habe da natürlich auch gelitten. Also der Punkt ist, ich bin bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen, habe immer noch an Gott geglaubt, aber mich gegen Gott gewendet. Also ich habe auch immer noch dann über Jahre hinweg so eine Armageddon-Furcht mitgenommen. Das wollte ich als nächstes fragen. Das hattest du schon. Total. Ja. Also das habe ich, das hat auch interessante Konsequenzen gehabt. Also für mich, ich bin gewissermaßen mit 21, also ich hatte die Diskussion so irgendwann mit 19 abgeschlossen und mit 21 habe ich Abi gemacht. Ich habe dann Zivildienst gemacht und gewissermaßen so mit Beginn Zivildienst hatte ich mein eigenes Geld und bin ausgezogen. Mhm. Also auch so ganz klassisch halt zu Hause Anruf gemacht, Papa, ich muss heute Abend mit dir reden. Dann saßen Vater und Mutter zu Hause im Wohnzimmer und ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr mit in die Versammlung. Okay. Und dann hat mein Vater mich angeschaut, hat gesagt, dann bist du nicht mehr mein Sohn. So. Wahnsinn. Dann war ich raus. Dann hat es auch so durchgezogen. Naja. Also, aber die Aussage, also ja, die Aussage sitzt aber bis heute. Ja, klar. Also das ist halt genau der Punkt. Ne? Mhm. Aber das haben wir alle Aussteiger irgendwie, dass die Eltern oder ein Elternteil sich für den Glauben entscheidet gegen dich. Und das ist einfach ein Schmerz, den man nicht füllen kann. Den kann keiner dann ersetzen. Ich habe dann angefangen zu, also ich sage da gleich was dazu. Mhm. Ich habe dann angefangen zu weinen, habe meine Mama angeguckt und die ist aufgestanden, hat mich in den Arm genommen. Also das ist halt auch, ne, das ist halt... vielleicht so zu meiner Familie noch mal so ein bisschen das dazugehörige Bild. Mhm. Aber Tatsache ist halt dieses, ich hab vor vier, fünf Jahren, wollte ich es noch mal wissen und habe meinen Vater mit alledem, also ich habe meinen Vater ohnehin, es gibt nichts, was mein Vater von mir nicht gehört hat. Also bis hin, ich halte das ja für eine fast pathologische Wahnvorstellung, denen sich die Menschen in solchen Sekten teilweise unterwerfen. Und ich habe vor 4, 5 Jahren, wollte ich tatsächlich nochmal wissen, ob das nicht eigentlich zwischen mir und meinem Vater alles ein riesengroßes Missverständnis gewesen ist. Und auch im Hinblick darauf, dass ich ja selber mittlerweile Vater bin und halt mir unglaublich gewünscht hätte, Vergangenheitsform mittlerweile, dass mein Vater halt auch in seiner, ich sag mal, Pflicht oder Verantwortung so als Silberrücken der Familie nachkommt. Ne? Mhm. Und halt auch Großvater ist. Und ich habe ihn dann noch mal lange damit konfrontiert. Warte, ich rücke noch mal kurz. Ich sehe mich immer so vermag. Ja, weil er ja immer noch auch sehr, also es ist halt immer über Jahre hinweg immer das konstante Gefühl, also er ist halt da in dem Baukomitee und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ihm da jede Sicherheitsdose in diesen ganzen Königreichsseelen wichtiger ist, als Zeit mit seiner Enkelin zu verbringen. Und damit habe ich ihn dementsprechend konfrontiert. Und naja, am Ende musste ich dann nochmal vor 4, 5 Jahren in diesem Gespräch, das war dann auch das letzte dieser Gespräche, musste ich halt tatsächlich auch wieder von ihm hören, dass ihm die Religion wichtiger ist als die Familie. Ja. Aber das sagt dir jeder. Also diese Christen oder diese Menschen, die ich kennengelernt habe in diesen Gruppierungen, stellen Gott über alles, über die eigenen Kinder, über alles. Und das zeigt mir schon, ich bin zwar keine Mutter, aber wenn ich ein Kind hätte, das wäre für mich alles. Mich hat es total, es gibt einen Moment, meine Frau kommt aus Wien und ihre Mutter wiederum kommt aus München, das ist so eine Münchner Matrone so ein bisschen, ganz bezaubernd. Und da hat vor vielen Jahren mal was passiert, das werde ich nie vergessen. Also die Mutter meiner Frau ist sehr, sehr gläubig. Da habe ich dann auch das erste Mal vor, ich glaube, 13 Jahren, das erste Mal Weihnachten gefeiert und das so mitbekommen. Und das Lustige ist, dass meine Schwiegermutter
Weil irgendwann saßen wir zu Hause bei ihnen am Tisch und haben halt auch über Religion geredet. Und da hat sie ganz beiläufig gesagt, ich habe meine Erfahrung über Gott geredet und die haben da auch ein ganz offenes Ohr, obwohl sie ja selber sehr, sehr gläubig sind. Und dann hat sie in einem Nebensatz gesagt, wenn meinen Kindern was geschehen würde, das könnte ich Gott, glaube ich, nicht verzeihen. Mhm. Das fand ich so bemerkenswert, weil das ist ja so sozusagen das Gegenteil von vielen Geschichten auch, die wir in der Bibel hören, ne? Wo dann sozusagen, ich glaube, war es Kain oder war es Abel, der dann geopfert werden sollte für Gott. Und da meine Schwiegermutter so in ihrer bajuwarischen Art hat da praktisch Bedingungen gestellt, und zwar die, dass Familie zuerst kommt. Mhm. Ja. Das hat mich so berührt, halt auch im Hintergrund der Geschichte, die ich halt erfahren habe, wie sehr dann da das Herz am richtigen Fleck ist und wie krank, also im wahrsten Sinne wirklich krank, verblendet und für die, die damit konfrontiert werden, schmerzvoll diese gegenteiligen Erfahrungen sind, dieses Zurückgestelltsein ist, das wir erfahren haben. Gerade auch im Hinblick darauf, ne, verletztes Urvertrauen als Kind und kindliche Entwicklung und immer Bedingungen an dein Leben geknüpft. Entweder du bist mit Gott. Wir lieben dich nur, wenn... Immer. Das ist so toxisch, das ist so schlimm, also ich arbeite ja, wie gesagt, mittlerweile halt als Therapeut auf dem Gebiet und die Verletzungen, die Menschen aus dieser Zeit mitnehmen, sind immens. Ja. Ja, und die kann man auch nicht einfach so heilen. Das ist ein Prozess, das ist ein Annehmen, kennst du besser. Verzeihen vielleicht auch dir selber, dem Gegenüber. Ja, es ist tatsächlich halt, vor allem ist es ein Verstehen, ne? Halt so dieses, es gibt ja auch gerade ein Buch, das relativ viel Furore gesorgt hat, dass das Kind in dir will Heilung haben. Und es gibt den schönen Satz, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das ist natürlich wahnsinnig runtergebrochen. Ich merke, dass das Verstehen dessen, was einem passiert ist, der Schlüssel ist, auch zum Annehmen, vielleicht auch so ein bisschen, um Nachsorge zu betreiben. Aber interessanterweise fängt es bereits da an, dass viele Menschen, die als Kind in Sekten hineingeboren worden sind, noch gar nicht mal für sich anerkennen, dass sie überhaupt Schmerz haben dürfen oder überhaupt Schmerz haben. Ja, wurde einem ja abtrainiert. Das ist für mich eine ganz faszinierende Erfahrung, die ich ja natürlich auch selber halt gemacht habe. Was dann auch toll ist, halt auch so an Kanälen und Foren wie dem deinigen, wo Menschen sich mit anderen Menschen auch abgleichen können. So, hat denn dieser Schmerz eine Berechtigung, den ich da spüre? Weil viele Menschen neigen dazu, das so fast weg zu Ja, das musst du ja als Kind, sonst gehst du kaputt. Das ist ja ein Schutzmechanismus, der greift. Ja. Sonst wärst du gar nicht mehr da. Das hättest du gar nicht aushalten können. Aber der geht halt bis hoch ins Erwachsenenalter. Ja, klar. Ich habe die. Das gibt Probleme. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die ist fast 80, die über einen Radiobeitrag, den ich zu dem Thema gemacht habe, praktisch übers Nachdenken über ihre Kindheit bei den Zeugen Jehovas gekommen ist. Mit 80. Ja. Und da sozusagen sich jetzt dem stellt und das ist bemerkenswert. Ja, aber schön, dass sie noch die Gelegenheit hat, vielleicht doch noch ein paar glückliche Jahre oder glücklichere Jahre rauszuholen. Die ist schon sehr, sehr gut beieinander, aber es ist natürlich auch wahnsinnig spannend, solche Menschen in ihren Gedankenprozessen begleiten zu dürfen. Und was ich halt finde, ist, dass du als Kind in einer Sekte gar nicht das Selbstbild oder Selbstliebe oder Urvertrauen aufbauen kannst. Da fängt ja das ganze Übel an. Weißt du, Nadja, ich stelle fest, ich meinte ja vorhin diesen Satz von, dass ich jetzt mit 45 als trockener Depressiver aus meinen Leichen Ressourcen machen durfte. Das ist natürlich ein unglaublich gutes Gefühl.
Also ich merke auch so, auch gerade, ich meine, du weißt es selber, auch in der Auseinandersetzung mit vielen Menschen in den entsprechenden Foren, wie schlecht es vielen Menschen geht, wie groß der Leidensdruck ist. Mhm. Für mich war das bemerkenswert. Ich habe auch lange, lange mit so einer Sinnhaftigkeit gerungen, also im Hinblick auf, warum ist ausgerechnet mir das passiert? Ja. Und das Schöne ist, dass das erste Mal tatsächlich, dass ich da einen Sinn oder aber zumindest eine große Kraft gefunden habe, war an dem Punkt, an dem ich erleben durfte, feststellen durfte, wie sehr mir mein eigener Weg dabei hilft, ein guter Vater zu sein. Okay, schön. Dass ich all das, von dem ich dann tatsächlich halt auch in der Psychotherapie gelernt habe, was mir als Kind verwehrt wurde, also die bedingungslose Liebe zu meiner Tochter, was nicht heißt, dass wenn sie das Marmeladenbrot zum dritten Mal nach unten fallen lässt, sie sich trotzdem anhören muss, sagt man, geht's noch, ne? Aber ja. die darf völlig sein. Ist es auch ein Stück weit Heilung für deine eigene Geschichte, dass du jetzt so das weitergeben kannst, wie du es gerne gehabt hättest? Ganz, ganz, ganz dolle, große Heilung. Ja. Weil, also ich glaube ja ohnehin, ich meine, schau dir halt die Welt an, also die Generation unserer Kinder wird einiges zu rocken haben. Mhm. Und vor allem ist auch das Spannende, auch was meine Frau und ich zum Beispiel meiner Tochter mitgeben. Und das hat auch viel damit zu tun, dass ja meine Frau, wir sind jetzt mittlerweile seit 13 Jahren zusammen und trotzdem hat sie mich vor 2 Jahren geheiratet. Okay, Pluspunkt. Danke. Ich finde es auch unglaublich. Aber Tatsache ist, dass, also sie hat mich halt auch in diesen Therapieprozessen lange mitbegleitet. Ja? Mhm. Und sie ist selber auch mittlerweile auf einer sehr spirituellen Reise, was für mich nicht einfach ist. Mhm. Also echt. Aber das. Also da drüben im Wohnzimmer steht so ein kleiner Schrein und meine Frau macht viel mit Lichtheilung und dies und jenes und ich manchmal so, okay. Ja. Aber auch das ist total interessant, weil das darf halt alles bei uns zu Hause sein, weil es gibt halt nicht die eine Wahrheit wie bei den Zeugen Jehovas. Also wenn wir zum Beispiel am Küchentisch über spirituelle Dinge reden mit unserer Tochter, dann darf halt meine Frau sagen, woran sie glaubt. Ja. Dann sage ich, woran sie glaubt. Und dann darf mein Kind halt auch sagen, wie sie das findet, was sie entwickelt, woran sie glaubt. Okay, aber das wäre ja genau so richtig auch bei uns gewesen. Absolut. Dass wir das, ja. Aber dass ich das halt mache und so praktizieren darf und mit meiner Frau und meinem Kind zusammen so erleben darf und halt auch merke, wie interessant das auch für meine Tochter und eigentlich auch total natürlich ist, sozusagen ihren Glauben selber zu entwickeln. Ja. Dass sie darf, egal was. Das Lustige ist, als klar war, dass wir Eltern werden, hat meine Frau mir mal irgendwann die Frage gestellt, was ist denn, wenn unser Kind Christin wird und ins Kloster will, meine ich, bin ich raus, wird nicht passieren, auf gar keinen Fall. Und dann hat meine Frau gesagt, siehst du, dann sind die Chancen, dass es passiert, ziemlich hoch. Ja, und dann bist du auch nicht besser wie deine Eltern ein Stück weit. Genau. Vor einer Weile hat sie mir die Frage nochmal gestellt und ich bin so mittlerweile halt dann schon wieder 8 Jahre weiter in meinem Heilungsprozess gewesen. Ja. Wenn sie will, Hauptsache sie bleibt sie selber und ein guter Mensch. Und das ist halt schön, also auch meine Wut und auch meine, vor allem dieses Krasse, und das ist glaube ich was viele, viele Menschen kennen, die aus Sekten aussteigen, und dieses Krasse, Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Dieses, es gibt nur das oder das. Das Leben ist oder Hölle. Naja. Und das Leben ist mal grau, mal bunt, aber eigentlich nur in den seltensten Fällen komplett ausschließlich schwarz-weiß. Und da liegt halt ein totaler Kraftverlust in dieser Unausweichlichkeit, dieser Gnadenlosigkeit, dieser ausschließlichen Gedankenmuster, die man da eingepflanzt bekommen hat. Ja, du lebst in einem inneren Stress die ganze Zeit. Du bist immer am Überlegen, ist das jetzt gut oder falsch? Und wenn es falsch ist, dann ist es ja todfalsch. Es gibt ja kein bisschen falsch. Es ist dann entweder perfekt oder kommst in die Hölle quasi.
Und mit der Hölle hattest du auch zu tun, oder? Ja, die Hölle gibt es ja so bei den Zeugen Jehovas nicht, ne? Also ihr habt das Armageddon. Der Tartarus, also es gibt ja einmal den Tartarus. Der Tartarus ist sozusagen die ewige, also dann bist du halt tot. Das wird sozusagen dann bei den Zeugen Jehovas. Die Hölle als Konstrukt gibt es nicht. Es gibt Armageddon. Okay. Ne? Also so als Qual Endzeit. Auf alle Ewigkeit gibt es nicht. Aber es gibt Armageddon. Und Armageddon hat vor allem die Besonderheit, dass Armageddon morgen wahrscheinlich ist. Ja, seit hunderten oder weiß ich wie vielen Jahren. Ja, ja, genau. Es kommen ja nur 77.000 in den Himmel, oder wie war das? Nee, es kommen 144.000 in den Himmel. Das ist so die regierende Kaste. Aha. Und den hatten wir auch bei uns in der Versammlung ein. Das war immer ganz faszinierend. Der hat dann beim Gedächtnis mal vom Brot gegessen, hat also zum Leib Christi gehört. Und es kommen bei den Zeugen Jehovas 144.000 in den Himmel. Und der Rest bleibt auf der Erde. Und die Toten, die Gott treu geworden sind, werden wieder auferweckt. Also durch DNA-Resequenzierung oder also spätestens seit, ich habe dann immer irgendwelche Zombie-Analogien. Also diese ganze Vorstellung empfinde ich halt als sehr absurd. Aber das ist tatsächlich wortwörtlich das, was die Zeugen Jehovas glauben. Okay. Da gibt es Listen, wer drauf ist und wer nicht, oder wie? Das hat Gott Jehova alles in seinem Kopf. Das hat er. Das habt nicht ihr auf der Erde so Listen. Du kommst jetzt drauf, hast einen Fehler gemacht, wirst wieder gestrichen. Also was es bei den Zeugen Jehovas für Listen gibt, das wissen nur die Zeugen Jehovas selber. Das ist ja auch ein großer Datenschutzskandal nochmal in sich. Das sprengt vielleicht den Rahmen, ist auch nicht das Thema. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, wo ich meinen Ärger drauf fokussiere. Und ich habe entschlossen, mich mehr auf die Heilung zu fokussieren, als den Ärger über den Datenschutzskandal bei den Zeugen Jehovas. Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu dem Thema. Ich möchte dich mal fragen als Therapeut, wo siehst du die größten Probleme bei Aussteigern und gleichzeitig den größten Ansatz, wo man was ändern kann? Gibt es da Muster, die alle Menschen so gemeinsam haben, oder? Aus meiner Erfahrung gibt es viele Überschneidungen. Ich bin immer sehr vorsichtig, Dinge zu sehr zu pauschalisieren. Vor allem auch deswegen, weil das individuelle Leiden ja natürlich immer dementsprechend groß ist und auch sehr individuell betrachtet werden muss. Mhm. Das Spannende ist, ich will nochmal an der Stelle was aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Als ich einer der schönsten, wichtigsten Momente meiner eigenen Heilungsgeschichte als schwer depressiver Mensch war der, als ich begriffen habe, dass Depressionen auch nur eine Krankheit sind. Das hat mir unglaublich viel gebracht, weil sich Depression, wenn man sie hat, und das gilt natürlich für fast alle psychischen Erkrankungen, ich spreche jetzt von meiner ehemaligen Erkrankung, die da eben Depressionen waren. Also wenn man drinne steckt, fühlt es sich individuell unerträglich an. Man kann sich nicht vorstellen, dass es außerhalb dieses schrecklichen Bewusstseinszustands irgendwas anderes geben kann. Ich habe für mich irgendwann erkannt, tatsächlich, dass Depressionen in Anführungszeichen auch nur eine Krankheit sind. Das heißt, dass Depressionen erforscht und behandelbar sind. Ja, okay. Und das hat mir unglaublich viel gebracht. Also ich bin nicht der erste Mensch mit Depression, ich werde auch nicht der letzte Mensch mit Depression sein. Und es gibt wahnsinnig viele Menschen, die es geschafft haben, ihre Depressionen in den Griff zu bekommen, zum Beispiel ich. Auf welche Wege, welche Mittel das sind diverse. Also ich habe einmal versucht, zum Beispiel Psychopharmaka zu nehmen. In meinem Falle war es so, dass ich mich dann dagegen entschieden habe, was in meinem Falle der richtige war, weil ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut. Und ich habe mich gewissermaßen zu 100% dem gestellt, was mir als Kind widerfahren ist. Was ich sagen will, es gibt Möglichkeiten, Leidensdruck auch erstmal ein bisschen weniger zu machen. Ja. Die Auseinandersetzung tatsächlich aber mit dem, was einem als Kind widerfahren ist, ich vergleiche das immer. Ich vergleiche mein Kopf oder mein Mind und das, was die Psychotherapie damit gemacht hat, zum Guten gemacht hat,
Ich vergleiche das immer gerne damit, kennst du das, wenn dein Computer, wenn da die Lüftung ganz hoch fährt und der ganz heiß wird und du weißt nicht genau wieso? Und dann guckst du irgendwie und schaust in dein Festplattendienstprogramm und dann stellst du fest, dass du irgendwie 50 verschiedene Fenster auf hast und das hinten ganz viele Programme laufen und der Lüfter läuft und läuft und die Batterie geht runter und der Computer hat keine Energie und das Ding rattert und knirscht und rattert und knirscht. Und das ist das, was meine Psychotherapie praktisch mit mir gemacht hat. Also meine Lüftung lief, meine Batterie war immer low. Das ganze Kopf hat gerattert und gerattert und alles ging langsamer und ich habe keine vernünftigen Lösungen mehr gefunden. Und mit der Psychotherapie habe ich vom Prinzip geguckt, was ich alles für Fenster offen habe. Glaubenssätze, Prägungen, Gedanken, Ängste, Befürchtungen. Und die habe ich nach und nach ausgeschaltet. Und mittlerweile... Vom Prinzip habe ich am Ende sogar noch ein neues Betriebssystem draufgespielt. Okay. Ja. Nämlich das, dass ich kein Opfer bin mittlerweile. Ich bin, ne, ich lebe in Fülle, ich bin selbstermächtigt, ich bin gesund, bin 45, mir geht es so gut wie noch nie im Leben. Und nicht zuletzt, wie gesagt, mache ich aus den Leichen, ich wiederhole es immer so gerne, weil mir ist es irgendwann so wichtig, ich habe aus den Leichen im Keller Ressourcen gemacht. Das heißt, diese ganze Geschichte hat auch eine Sinnhaftigkeit. Bis dahin, dass ich jetzt halt sogar mich entschieden habe, mit diesen Leichen im Keller sie zu meinen Ressourcen zu machen, um andere Menschen zu helfen. Ja. Und das ist halt das Spannende, was einerseits Psychotherapie, aber überhaupt Heilung in jeder Form machen kann. Ich habe auch lustigerweise, ich habe noch vielleicht einen Satz dazu. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich habe also 10 Jahre fast am Stück Psychotherapie gemacht. Also immer so... Okay. Einmal vorne und einmal hinten die vollen Kassenmöglichkeiten und zwischendrin selber bezahlt. Und also war viel. Und irgendwann habe ich zwischendrin gedacht, wie kann sich mein armer Psychotherapeut bloß immer dieses ganze Geleier anhören, dass ich dem noch und nöcher um die Ohren schlage. Wie erträgt der das bloß? Weil ich, also an so einem Knoten, wenn ich vorhin erzählt habe, so ein Programm zuzumachen, es kommt einem im Nachhinein, ja klar. Also, aber wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, ja klar, hat man Stunde um Stunde dran genagt. Und dann hast du irgendwann den wahren Satz. Ja, und der ploppt dann so wie so ein reifer Apfel vom Baum runter. Und dann ist das Ding auch gelöst. Mhm. Aber bis du dann gekommen bist, hast du Stunde um Stunde um Stunde in deiner Therapie an dem Problem rumgenagt. Ja. Und das Witzige ist, ich habe dann selber im Rahmen meiner Ausbildung als psychotherapeutischer Heilpraktiker, ich weiß noch genau, da ist mir irgendwann klar geworden, wie mein Psychotherapeut es geschafft hat. Der hat mir gar nicht zugehört. Okay. Nee, willst du das jetzt so mitteilen, dass die Therapeuten nicht zuhören, oder wie? Nee, das ist gut. Der hat mir nicht zugehört. Der hat auf meine Muster geachtet. Okay. Der hat darauf geachtet, der hat meine ganzen Probleme, ist alles mein individueller Leidensdruck. Aber der hat darauf geachtet, wo ich gewissermaßen Denkmuster und Glaubenssätze anwende, die für mich toxisch sind. Und da hat er den Finger drauf gelegt. Und das schafft man halt sehr gut oder sehr viel besser, wenn man jemanden hat, der von außen auf einen guckt und der geschult ist, solche Muster zu sehen. Das ist das eine. Und da kommen wir auch nochmal, um vielleicht am Ende meiner Ausführung nochmal deine Frage zu beantworten. Ja, ich glaube, es gibt Dinge, die sehr vergleichbar sind. Also wir haben so ein paar schon gestriffen, ne? Das ist halt das verletzte Urvertrauen, diese eben nicht bedingungslose Liebe, die wir als Kinder nicht hatten, weil wenn man Gott nicht liebt, dann wird man nicht geliebt und das ist für Kinder eine fürchterliche Erfahrung. Einfach, es ist nicht mal eine Erfahrung, es ist ein Grundbedürfnis, bedingungslos geliebt zu werden. Und da fängt halt auch in Teilen der Missbrauch an, ne? Weil meine Eltern gewissermaßen für andere Dinge entschieden haben, mir das zu entziehen. Dann die zweite halt in dieses völlig nicht kindsgerechte Umgebung von Tod, Hölle, Vernichtung, Armageddon, ständigem Strafgewitter, was einfach toxisch ist für Kinder. Dann geht es ja tatsächlich über dieses energiezehrende
Polaritätsdenken von es gibt nur gut und nur böse, es gibt ja nur schwarz und es gibt nur weiß. Ne? Dann geht's weiter über diese auch über so Energieverlust und Anspannungsmuster, die man über Jahre mitnimmt ins Leben. In meinem Falle habe ich dann diese ganze Armageddon und auch diese Instanzengläubigkeit, ne? So dieses, da steht so ein strafender Gott irgendwo am Horizont. Das nehmen auch viele Menschen dann auch mit so in institutionelle Geschichten. Also mittlerweile komme ich mit dem Finanzamt gut klar, aber das hat mich halt lange gebraucht, so mit Behörden umzugehen, weil die waren für mich immer bedrohlich. Ja. Ja, und das Selbstvertrauen fehlt ja auch, sich solchen Sachen zu stellen. Oder autoritären Menschen zu stellen. Das kann auch ein Chef sein, das ist keine Ahnung. Na, vor allem finde ich, was halt auch fehlt, ich weiß nicht genau, du bist ja in einer Freikirche aufgewachsen, ne? Ich weiß nicht genau, wie das bei euch war, aber bei uns als Zeugen Jehovas war ja gewissermaßen, und da hatte ich wieder halt, wie gesagt, das Glück, dass meine Mutter so ein bisschen, na was heißt ein bisschen, aber so halt ihr eigenes Ding gemacht hat und trotzdem hat es mich erwischt. Sie begreifen sich ja auch nicht als Bürger dieses Staates. Also es ist ja dieses sektenhafte Denken bedeutet ja auch einen Zurückzug vom gesellschaftlichen Leben. Also als Zeuge Jehovas, ich weiß nicht, wie es in der Freikirche ist, aber du nimmst nicht am politischen Geschehen teil. Nee, das interessiert die gar nicht. Ne? Ja. Du nimmst, also ich habe zum Beispiel, das ging meiner Schwester genauso, ne? Also es ging bis dahin, dass ich keinen, obwohl mein Vater Unternehmer gewesen ist und auch gut verdient hat, ne? Der hatte so eine Elektroinstallationsfirma, aber ich habe keinen Umgang mit Geld beigebracht bekommen. Also warum auch? Weil Geld ist ja böse. Naja, Geld nicht zwangsläufig böse vielleicht, aber das System ist böse und übermorgen kommt Armageddon. Also warum soll der Junge ein Konto haben? Ja, ach so, super, okay. Ich durfte aufs Gymnasium gehen. Das ist nicht ganz selbstverständlich für Zeugen Jehovas. Also auch da gibt es wieder solche und solche Fälle. Mhm. Aber mein späterer Wunsch zu studieren wurde negiert. Da bin ich dann ausgezogen und habe dann ohnehin mein eigenes Ding gemacht. Aber ich denke mir so, bis auf den heutigen Tag, ich hätte wirklich, wirklich, wirklich gerne studiert. Okay. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen so eine Rangelei vielleicht zwischen meinem Vater und meiner Mutter stattgefunden hat. Aber wie gesagt, dann war halt auch der Punkt, dass ich ausgezogen bin. Und dann war ich ja noch nicht mal mehr Sohn. Also wie hätte da mein Studium finanziert werden können? Naja, und weiter und so fort. Aber dieses, es ist eine Parallelgesellschaft. Ja, sie leben in einer Blase. Und das wird nicht kontrolliert, es wird einfach geduldet, die sind ja alle so lieb und die tun ja nichts. Und ja. Die Kinder sind brav. Ja. Was will man da noch sagen? Weiß ich nicht, Nadja. Genau. Ja, es würde mich noch wundernehmen, was du als psychologischer Heilpraktiker, habe ich das richtig ausgedrückt? Psychotherapeutischer Heilpraktiker. Entschuldigung. Ich bin Heilpraktiker mit Einschränkung der Heilerlaubnis auf dem Gebiet der Psychotherapie. Das ist sozusagen meine komplette Berufsbezeichnung. Okay. Wie ist also das noch aus? Was darfst du denn genau? Psychotherapie darf ich machen. Aber ich darf sozusagen, das ist auch ganz interessant, weil das jetzt auch schon vorgekommen ist, ich darf mich gewissermaßen nur um psychogene Erkrankungen kümmern. Das heißt, ich darf Psychotherapie ausüben und ich darf auch Diagnosen aussprechen und natürlich darf ich helfen. Aber der feine Unterschied ist der, dass alles, was körperlich bedingt ist, ich dann dementsprechend zu einem Psychiater, der dann sowohl Psychologie wie auch Medizin studiert hat, oder zum Psychologen weiter vermitteln muss. Okay. Also ich darf tatsächlich mit den Dingen arbeiten, die im Kopf sind, als da wären Glaubenssätze, Muster, Depressionen. Das wird auch von der Kasse bezahlt bei euch, oder? Das wird leider in Deutschland nicht von der Kasse bezahlt. Das ist leider das Manko. Ich finde es schade, weil es ja auch einen riesengroßen Mangel an Psychotherapeuten gibt. Aber der Heilpraktiker in Deutschland hat ja so ein bisschen so eine Grauzone. Das ist ja so ein Überbleibsel auch aus der NS-Zeit. Ist damals entstanden, weil den jüdischen Ärzten der Arztstatus aberkannt wurde.
Okay. Und dann wurde der Heilpraktiker geschaffen als so eine, und der ist dann irgendwie übrig geblieben, so bis auf den heutigen Tag. Es gibt immer wieder die Diskussion, ihn abzuschaffen, aber ich glaube nicht, dass das kommt. Aber ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung gemacht und meine Prüfung vor dem Gesundheitsamt hier in Berlin abgelegt und arbeite da jetzt dementsprechend. Und ich habe halt natürlich auch meine Erfahrung selber mit vielen, vielen Jahren Psychotherapie eben als Empfänger, aber vor allem halt auch, und das ist sehr, sehr schön, ich kann immer Menschen, die vor mir sitzen, glaubhaft und total authentisch vermitteln, dass Heilung möglich ist. Wenn man es selber will, das ist, glaube ich, noch ein... Und damit hast du tatsächlich etwas unglaublich Wichtiges gesagt. Denn die Entscheidung, sich mit Leidem nicht zufrieden zu geben und sich auch in diesem Leiden nicht damit abzufinden, ja, das weiß ich, das war eine Entscheidung, die habe ich getroffen. Und es hat mich viel Kraft und Zeit und auch Geld gekostet, da halt mich dementsprechend rauszubewegen und rauszufinden. Aber ohne meine Psychotherapie, also und ohne dass ich das gemacht hätte, würde ich nicht mehr leben. Ja. Ja, das finde ich auch so schade, dass viele Aussteiger Mühe haben, in eine Therapie zu gehen, weil Therapie wird ja bei den Sekten alles teuflisch und überhaupt nicht gut anerkannt. Also so war es bei mir. Da machst du lieber eine Seelsorge von der Bibel, irgendwelche, keine Ahnung, wie das genau funktioniert mit der Seelsorge. Mein Vater hat es angeboten zum Schluss noch. Der hat da eine Ausbildung gemacht. Aber die ganze Psychotherapie wird ja belächelt. Und, ja. Naja, es ist ja natürlich ein Schutzmechanismus der Sekten selber. Ich kann es interessanterweise auch aus meinen eigenen familiären Verhältnissen die Sekte schützt sich ja dadurch oder Sektenmitglieder schützen ja gewissermaßen ihre Sektenzugehörigkeit dadurch, dass sie vermeiden, Instanzen anzurufen oder auf Menschen zu hören, die gegebenenfalls ihre Sektenzugehörigkeit in Frage stellen. Ja, klar. Selbst wenn diese gegebenenfalls der Auslöser für ihre Probleme ist. Weil dann könnten sie ja dahinter kommen, dass es vielleicht doch wahr ist. Es ist vielleicht sogar relativ wahrscheinlich, dass sie dahinter kommen. Und das ist ja einer der Gründe für die Stigmatisierung von Psychotherapie durch viele, viele, viele Sekten. Und das ist natürlich wiederum auch dramatisch. Also der Leidensdruck von Menschen, die in Sekten sich befinden, vielleicht mit Ausstiegsgedanken kämpfen, vor allem aber natürlich der Leidensdruck von tatsächlich Aussteigern, die also sogar dieses Konstrukt verloren haben, ist natürlich immens. Ja. Und ich finde es immer wieder so unglaublich wichtig, auf eine Sache hinzuweisen, die ich vorhin schon angedeutet habe. Und das ist, dass hinter dem, was Menschen dort widerfährt, steckt eine strukturelle Vergleichbarkeit. Also sprich, wie wir gerade gesagt haben, es sind oftmals genau die gleichen Dinge, warum sich Menschen so schlecht fühlen. Und das Gute daran ist, durch diese Vergleichbarkeit und auch dadurch, dass es ja auch erforscht ist und es dafür halt auch Spezialisten gibt, nämlich Menschen, die sich halt mit der Psyche auskennen und die wissen, dass dieses von jenem kommt. Und ne, Freud und Jung und all die Dinge und so weiter und so fort. Und wir halt mittlerweile funktionierende Therapieformen und Muster haben, es kann geholfen werden. Und es gibt, und das finde ich so wichtig, und das weiß ich auch an mir selber, es gibt keinen Grund, im Leiden zu verharren. Und Leiden ist fürchterlich. Die Intensität von schlechten Gefühlen bis hin zur Lebensbedrohlichkeit ist es macht keinen Sinn, dort zu bleiben.
Aber es würde mich jetzt noch wundernehmen. Du warst auch an einem Punkt, wo du gesagt hast, entweder ich beende mein Leben oder ich ändere was. Also bei mir war es so, dass ich echt so tief fallen musste, dass ich erkannt habe, okay, ich muss es ändern, es kann niemand anders. Oder ich, ja, beende alles. Ich war an dem Punkt öfters. Mhm. Ich war vor allem aber auch an dem Punkt, dass ich einfach wirklich nicht mehr funktioniert habe. Also ja. Ich habe meine Frau und ich hatten immer, also gerade in den Zeiten, wo es wirklich, wirklich schlimm gewesen ist, da hatten wir eine sogenannte Carte Blanche. Und diese Carte Blanche konnte meine, also ist ein Kartenspiel, ne? So ein Joker gewissermaßen. Okay. Und diesen Joker hatte meine Frau die Erlaubnis zu ziehen, wann immer sie es für richtig hält. Weil tatsächlich ich, das hat dazu geführt, dass ich irgendwann in der Charité-Notaufnahme gelandet bin mit ihr, okay, und meiner Schwester, weil ich konnte nicht mehr reden. Ja. Ich war so, ich bin komplett, also das war so ziemlich der Tiefpunkt, weil ich tatsächlich nicht mehr funktional war. Ja. So, und das hat, da hat meine Frau auch, wie gesagt, in diesen 10 Jahren, ich hatte ja so eine erste lange Phase der Psychotherapie, dann nochmal eine kurze zwischendrin und dann nochmal eine zweite lange Phase der Psychotherapie. Und das war gewissermaßen eine lange Phase, eine kurze zwischendrin, dann eine dritte lange Phase. Und das war der Auslöser oder der Grund, wo meine Frau gesagt hat, du fängst jetzt wieder an mit Psychotherapie. Und das war dann am Ende diese nochmal 3 Jahre mit Unterbrechung, 3, 4 Jahre mit Unterbrechung. Das war am Ende tatsächlich das, was mich wirklich, 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 wirklich weit gebracht hat. Aber es wäre auch alles nicht möglich gewesen ohne die Phasen davor. Ich habe dann auch nochmal, das wird auch nochmal ein interessanter Gedanke, ich habe auch an die Psychotherapie nochmal andere Heilungsmethoden angeschlossen, weil ich gemerkt habe, dass gewissermaßen diese ganzen Erkenntnisse in meinem Kopf auch im Körper ankommen müssen. Also ich habe dann auch nochmal körperzentrierte Traumaarbeit gemacht und tatsächlich auch das ein oder andere schamanistische Ritual. Also so verlorene Seelenanteile wiederholen. Ich habe Familienaufstellungen gemacht. Also ich habe zum Beispiel meine komplette väterliche Linie getrennt von mir und meiner Familie im Rahmen einer Familienaufstellung, indem ich wirklich alle Fäden zwischen mir und meiner väterlichen Linie durchgeschnitten habe, weil ich halt in dieser Aufstellung schützend vor meiner Familie stand und gesehen habe, wie das halt uns immer wieder bedroht. Ja. Und mittlerweile, es kommt immer so einmal pro Jahr oder einmal pro Halbjahr kommt irgendwie so ein Kracher vorbei, der mich früher komplett, also aus Richtung meines Vaters, ne, ein Brief oder ein Buch von einer Bibelgesellschaft oder was weiß ich. Und das ist ganz faszinierend, weil dann landet halt so ein Päckchen bei mir auf dem Tisch und ich sehe halt schon, wie meine Frau getriggert wird, weil sie wusste, also vor 5, 6 Jahren hätte mich das komplett von den Latschen gehauen und mittlerweile mache ich so. Ja, es ist ein Prozess. Das ist so. Aber es ist ein so lohnenswerter Prozess. Es ist so wichtig und es ist erfolgsversprechend und es ist Heilung auf diesem Gebiet. Ist ja, und ich hoffe, dass wir nur ein paar Menschen finden, die dieses Video dann schauen, die nicht so tief fallen müssen wie wir, dass sie vorher vielleicht sich dazu entschließen, sich helfen zu lassen oder ja, mit solchen Kanälen einfach ein bisschen unterstützt werden. Eine ganz wichtige Sache, Nadja, fällt mir gerade ein. Also, weil ja sowohl du wie auch ich gerade von Suizidalität geredet haben. Wer auch immer an diesem Punkt ist, greife bitte zum Hörer und wähle die Notfallnummer. Oder ich kann die sonst noch im Video dann unten. Mach das bitte. Ne? Ja. Also ob das jetzt in Berlin der Kriegsdienst ist oder ob es einfach hier in Deutschland die 112 ist. Aber ab dem Punkt sozusagen bei akuten Selbstmordgedanken hilft doch keine Psychotherapie. Ja, klar. Die hilft dann später. Aber weil wir ja beide gerade, ich erzähle das, also vielleicht ist das wirklich auch ein interessanter Punkt. Also ja, meine Frau hatte in dem Falle sozusagen den Joker. Und sie hat ihn gezogen. Und an dem Punkt, wo ich nicht mehr konnte, hat meine Frau sich darum gekümmert, dass ich da gelandet bin, wo ich hingehört habe, nämlich in der Notaufnahme. Ja. Und deswegen auch an der Stelle nochmal, Depressionen können zu Suizidgedanken führen. Suizidgedanken heißt nicht immer gleich
Selbstmord. Da gibt es auch so verschiedene Abstufungen über die Erwägungsphase und dann die Umsetzungsphase und so weiter und so fort. Aber sie sind grundsätzlich erstmal nicht akzeptabel, wenn jemand so weit ist. Das ist ein Warnsignal. Und das einfach ernst nehmen. Euch ja. Hilfe. Ja. Und zwar sofort. Wenn man die nicht hat, dann haben wir ja leider halt, wie gesagt, das Problem, dass man auch nicht so 1, 2, 3 einen guten Psychotherapeuten oder eine gute Psychotherapeutin findet. Du hast ja da bereits auf deiner Seite einige Anlaufstellen. Ja, ich habe eine Liste, da bist du jetzt auch drauf. Das sind aber alles Menschen, die schon Sektenerfahrung haben, also Extra-Therapeuten halt mit Sektenerfahrung. Das ist halt viele das Aussteiger das wollen. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass es wahnsinnig sinnvoll ist, weil da ist halt ein ganz großer Katalysator drin, weil man bestimmte Dinge nicht erst erklären muss. Ja, da möchte ich noch andeuten, ich hatte noch nie irgendeine Therapeutin oder männlich, der mit sowas Erfahrung hat. Und ich bin immer gut durchgekommen. Also ich kann auch jemanden empfehlen, der einfach empathisch ist und bei dem es passt. Aber es gibt wahrscheinlich, also vor allem bei euch in Deutschland, ihr habt schon ein bisschen Mangel an Therapeuten. Das höre ich immer wieder. Wir in der Schweiz, ich habe hier im Umkreis... Wir haben ja an so ein paar Sachen ein bisschen Mangel an Deutschland. Ne? Das ja. Da reden wir jetzt nicht drüber. Also gerade scheint auch die Sonne nicht. Ach so. Okay. Und den Rest, da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Na, da haben wir es schon besser. Also ja, ich habe innerhalb so. Von 2 Wochen habe ich einen Termin, wenn es sein muss. Das ist aber auch nochmal ein Punkt. Ich hatte das auch jetzt ganz akut in der Situation, wo eine Dame dann tatsächlich auch... wo ich nicht weiterhelfen konnte, weil da ein Psychiater ran musste, praktisch mit der medizinischen Ausbildung dazu. Mhm. Und ja, das ist ein strukturelles System in Deutschland, aber auch teilweise in anderen Ländern, dass man nicht sofort Zugriff haben kann. Aber es gibt auch dementsprechende Regelungen, es gibt auch Möglichkeiten mit der Krankenkasse. Also wo man immer einen Termin findet, ist halt bei den meisten Privatpraxen, klar. Und auch da, und das ist vielleicht auch interessant, und ich stehe da auch gerne für Rückfragen zur Verfügung, weil es gibt halt auch bestimmte Notfallregelungen im Rahmen mit den gesetzlichen Krankenkassen, dass man dann halt, wenn keine Psychotherapiepraxis zur Verfügung steht, die gesetzliche, oder ne, in Deutschland ist ja dieses Krankenkassensystem mit einer gesetzlichen Krankenkasse anerkannt, dass man halt Möglichkeiten hat, im gegebenen Falle halt auch in einer Privatpraxis aufgenommen zu werden und diese von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Okay. Wie es in meinem Falle stattgefunden hat. Mhm. Das sind aber so ein bisschen Regularien, die man wissen muss. Ja. Die kann man alle nachlesen, man kann die auch selber im Internet recherchieren oder sich halt auch bei einem Telefonanruf bei mir oder einer Mail erklären lassen, stehe ich auch gerne zur Verfügung. Aber halt die Möglichkeit, sich von jemandem helfen zu lassen, der darin geschult ist, wir beide brechen da ja eine große Lanze drüber und ich glaube, wir tun das vor allem, weil wir wissen, wie schrecklich es sich anfühlt, wenn man halt, wenn einem nicht geholfen wird. Ja. Und ich wäre froh gewesen, als ich 16 war, ausgestiegen bin, ja, dass es solche YouTubes, Videos, Kanäle, keine Ahnung, Facebook, das gab es da alles, glaube ich gar nicht, weiß gar nicht mehr, schon lange her. Da fühlst du dich einfach alleine und hast das Gefühl, ja, ich bin die Einzige, die solche Probleme hat. Und heute, ja, sind die schon mehr an der Öffentlichkeit, die ganzen Aussteiger. Zum Glück. Ja, das ist auch gut so. Und ich muss tatsächlich sagen, also selbst mit meiner Geschichte ist das, was ich jetzt zurzeit mache, immer noch sehr, sehr bewegend. Hm. Also auch, dass ich auf deinen Kanal gestoßen bin und auch deine tollen Erklärungen sehe, aber auch was bei dir in dem Forum passiert oder in anderen. Es ist und bleibt bewegend. Bewegend ja. Und ich bin noch erzürnend. Ja, ich glaube, es ist für uns einfach eine Herzensangelegenheit. Das mit Sicherheit. Also ich mache das ja einerseits auch, um mir zu helfen. Es hilft mir selber auch. Und dann, ja, einfach die tollen Rückmeldungen zu bekommen und ja, ein kleines Licht zu sein in dieser dunklen Aussteigerwelt. Darf ich dir noch von meinem Lieblingswort erzählen? Ja. Selbstermächtigung. Selbstermächtigung. Toll. Ja, das können wir alle gebrauchen. Ja, das ist halt, finde ich, gerade in diesem, ich habe mir schon damals, als ich ausgestiegen bin, es gab immer folgendes Bild, das ich hatte, das ist ja dieses klassische, ist auch der Bibelspruch, ne? Dass man nur ein Sandkorn ist am Strande und dann gibt es halt den großen Gott. Und ich habe mir damals schon immer gedacht,
das stimmt doch gar nicht. Also ich habe mein Bewusstsein und draußen ist ein Universum und nach drin bin ich doch genauso ein gleich großes Universum. Und ich habe mich in dieser Kleinheit nie, ich bin in dieser Kleinheit nie angekommen. Und je älter ich geworden bin und dann, wie gesagt, Therapie und Heilung und mittlerweile der 45-jährige Johannes, der ich bin und der sich ziemlich wohlfühlt in seiner Haut, ist tatsächlich diese Selbstermächtigung halt das nicht mehr ausgeliefert sein. Den Glaubenssätzen nicht mehr ausgeliefert sein, den Mustern nicht mehr ausgeliefert sein, dieser fürchterlichen Angst nicht mehr ausgeliefert zu sein, diesen, ich finde, sich selber die Macht zu geben, so zu leben, so zu denken, so zu fühlen, so zu handeln, wie man will, das ist das, auch das, was man schafft, ne, das wirst du auch. Ne? Manchmal, ich meine, wie gesagt, ich bin trockener Depressiver, ich bin niemand, der keine Depression hat und manchmal haut es mich halt auch noch von den Socken, ne? Das ist auch völlig okay so. Und das, aber die Macht, sich halt auch da rausgeholt zu haben und auch die Macht, da irgendwie eine Stimme nun zu sein, so wie du mit deinem Kanal und auch dem, was ich versuche zu machen, selbst dass ich jetzt hier sitzen darf und davon erzählen darf, was mein Anliegen ist. Die Selbstermächtigung auch daraus zum Beispiel, dass ich habe bis jetzt nochmal auch die Bedrängung gespürt, dass ich jetzt anfange, mit dem Thema Zeugen Jehovas nach außen zu gehen, da habe ich auch immer noch so, was wird mein Vater dazu sagen? Ja, das da habe ich gedacht, drin, das ist mir das, völlig egal. Ja. Ich war es nicht, der es verbockt hat. Und das merke ich, macht mich, ich habe, dass ich selbst ermächtigt mein Leben leben darf, dass ich mein Leben, dass es mir gehört, dass ich nicht mehr ausgeliefert bin. Das ist, glaube ich, mein größter Sieg. Ja. Ob der jetzt gegen Gott ist oder ob der gegen Depression ist, keine Ahnung. Aber ein Sieg ist es definitiv. Ja. Was ich noch anmerken will, ist, dass jeder Schritt ein Erfolg ist. Du musst nicht mit der Therapie fertig sein, um glücklich zu sein. Du musst einfach anfangen. Das ist schon der erste Schritt. Und schon wenn du anfängst, geht es dir einfach besser. Das ist, weil du hast jemanden, der zuhört. Du hast eine verlässliche Stelle, wo du hingehen kannst, da kannst du dich auskotzen, da kannst du tun, was du willst, du wirst angenommen. Und nur schon das angenommen werden macht echt viel. Aber das wurden 100% wir ja nicht. Richtig. Ja, wurden wir nie. Wir mussten immer funktionieren. Und da wirst du angenommen. Genau. Ihr habt es gut in der Schweiz, dass das so bei euch im System drin ist. Das ist super. Nee, also wie gesagt, ich habe hier im Umkreis, da kann ich zu Fuß hin, 1, 2, sicher 3 Stück. Ja. Da gibt es keine großen Probleme, ja, mit der Krankenkasse oder was auch immer. Also da haben wir es schon gut. Ich gucke gerade noch mal, jetzt haben wir so wahnsinnig viel über Psychotherapie geredet. Stimmt. Und du hattest noch so krass dolle viele Fragen. Nee, aber genau das will ich ja machen. Ich will ja nicht mit dem Sektenthema rumkauen, weil ich glaube, wir wissen alle, was ist eine Sekte, sondern genau so tiefgründige Themen möchte ich bringen auf diesem Kanal. Ich finde das schön, was du gerade gesagt hast, weil das hatten wir auch vorhin schon kurz, ne? So dieses, wir wissen es jetzt ja langsam auch alle, ne? Ja, aber dieses, wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Genau, da rauszukommen und Hilfsangebote. Ich möchte auch sehr gerne deine Webseite vielleicht noch unter das Video packen. Wahnsinnig gerne. Dir. Du kannst auch gerne hier noch Werbung machen, wenn du noch kurz anbietest. Ich möchte in dem Falle nicht, wofür ich Werbung machen möchte, ist Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ich möchte auch gerne jedem, der strukturelle Fragen hat, ich stehe gerne für Mail-Austausch und ich stehe auch für einen Telefonanruf im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten zur Verfügung. Das ist vielleicht das, was ich auch einfach als Angebot hier reingeben kann und möchte. Auch was zum Beispiel strukturelle Besonderheiten angeht, wie man auch in Deutschland zu einer Psychotherapie kommt, die vielleicht von der Krankenkasse gestellt wird. Wie gesagt, ich kann es nicht über die Krankenkasse anbieten. Die Sätze sind alle relativ gleich. Wofür ich tatsächlich Werbung machen möchte, ist, in Bewegung zu kommen, sich Hilfe zu suchen, sich Gesprächspartner zu suchen. Ja. Ob das, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt therapeutische Angebote. Du hast eine Liste bei dir auf der Webseite. Ich stehe gerne auch dafür zur Verfügung, auch nochmal
näher über Psychotherapie mit Menschen zu reden, die da gegebenenfalls Berührungsängste haben. Ich kann auch dafür zur Verfügung stehen. Also ich nehme mir gerne immer eine halbe Stunde Zeit für so ein Informationsgespräch. Und es soll ausdrücklich nicht dazu da sein, als alle Leute zu mir zu holen. Es ist mein Anliegen, aufgrund meiner eigenen Geschichte, Menschen zu helfen, die in Bedrängnis sind. Und ich habe Sektengeschichte und ich habe es durch. Und ich weiß, wie es sich anfühlt und ich weiß, dass man da rauskommen kann. Ja. Und das ist halt ein ganz starkes Anliegen von mir. Und das habe ich dieses Jahr aufgenommen, sozusagen, diese Fahne. Und ich wünsche mir, dass gewissermaßen, ich bin immer wieder auch von vielen Menschen, auch in den Foren, sehr betroffen darüber, wie viele aufgrund der gleichen Probleme die gleiche Art von Leiden empfinden. Mhm. Und ich finde, dass diesen Organisationen alles entgegengeschmissen gehört, was wir haben, und sei es Heilung. Ja, ne, ist so. Ich möchte noch kurz ansprechen, mein Deutsch, dass ich eine Selbsthilfegruppe in der Schweiz online habe, im Moment online, wegen Corona. Wenn irgendjemand dazukommen möchte und Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Das läuft über das Selbsthilfezentrum Schweiz. Und ja, einfach, falls jemand in der Schweiz das noch sucht, kann er sich gerne melden. Ich weiß nicht, hast du noch Selbsthilfegruppen im Kopf? Oder? Es gibt, also was super ist, ist jz.help, heißt es, glaube ich, von der Barbara Kohut. Ja, die habe ich auf der Liste. Die aber auch mit drauf. Ja. Was ich wahnsinnig empfehlen kann, ist Dina Hellwigs Podcast Kopfkino, Sektenaussteiger berichten, wo sowohl du... Die muss ich noch drauf machen, stimmt. Das, wo sowohl du wie auch ich jeweils eine Folge haben, aber es gibt mittlerweile 17 Folgen. Und ich kann es deswegen empfehlen, was ich halt auch gerade bei dir, liebe Nadja, so spannend fand. Es gibt noch einen Trick, wie man sich so ein bisschen diese, also jetzt in meinem Fall die Zeugen Jehovas nochmal aus den Knochen spülen kann. Oder vielleicht in deinem Falle halt dann die Freikirche, das ist die Vergleichbarkeit der Strukturen. Mhm. Und das hat mir Dina Hellwigs Podcast sehr mitgegeben, weil halt auch das, was du erlebt hast, mit dem, was ich erlebt habe, vergleichbar ist. Und das ist interessant, weil das hebt gewissermaßen, das stößt die einzelnen Sekten wieder so ein bisschen von ihrem Thron runter. Mhm. Es ist dann halt auch nur so eine blöde Sekte. Ja, und das finde ich, das hat, alle dasselbe. Das hat Dina mit ihrem sozusagen interkonfessionellen Ansatz ganz, ganz großartig gemacht. Und was da bei Dina halt auch so toll ist, ist tatsächlich halt auch die Geschichten zu hören. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu den Mustern und den Dingen, die ihnen allen gleich widerfahren sind. Dann gibt es das tolle Buch Sektenkinder. Ja. Das ich auch sehr empfehlen kann. Und in dem Buch Sektenkinder, das hat noch einen weiteren Nachsatz. Kannst du kurz auf Stopp drücken? Ich hole es sonst kurz, ja, bitte. Und kann ich es zeigen. Ach, weiter. So, das wäre das da. Sieht man das? Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Und das Tolle an dem Buch ist, dass es halt sehr darauf eingeht, auf genau eben diese Muster, über die wir geredet haben. Ja, und hier hat es auch überall den Serviceteil über Fachliteratur, hilfreiche Weblinks, und da sind die ganzen Beratungsstellen auch nochmal alle drin. Genau. Ja. Und interessanterweise gibt es noch ein Buch, das ich ganz spannend finde, das erstmal nichts mit Sekten zu tun hat. Und das schicke ich dir nochmal, liebe Nadja. Mhm. Und zwar, es gibt ein tolles Buch von einem Engländer, der lange in Berlin gelebt hat. Und das Buch heißt passenderweise Asking for Help. Okay. Und das ist tatsächlich eher eine Burnout-Situation, aber die dann letzten Endes auch in einer schweren depressiven Episode endet. Mhm. Und der Mensch heißt Kevin Braddock und der hat gewissermaßen so seine eigene Depressionsheilungsgeschichte aufgeschrieben und aber ganz viele schöne Gedanken der Achtsamkeit mit hineingewebt und auch ganz viele Bücher, die ihm geholfen haben. Und das Schöne an dem Buch Asking for Help ist tatsächlich der Gedanke, also das Buch fängt damit an, dass er hier in Berlin, der hatte ein Büro gehabt, funky Job, ganz toll bezahlt, und eines Tages saß er unten am Bordstein vom Alexanderplatz und hat auf Facebook einfach nur noch geschrieben, ich sitze hier, ich kann nicht mehr, kann jemand kommen, mir zu helfen? Ja.
Und das ist der Beginn seiner Reise durch seine Depressionsgeschichte. Und auch wenn das keine Sektengeschichte ist, ist gewissermaßen bei ihm die Auflösung dahin, welche verschiedenen Stationen der Hilfe er erfragt und durchlaufen hat. Ja. Und das ist, da ist viel, viel Bewegendes drin, zumal das halt vielleicht auch in dem Falle ganz erfrischend ist, weil es mal ausnahmsweise nichts mit Sekten zu tun hat. Genau. Und das schicke ich dir auch nochmal. Ja, da gibt es auch drumherum, das ist auch sehr schön gemacht, da gibt es auch drumherum so eine ganze Welt an Sachen, die er sich dann ausgedacht hat. Also der hat auch so Practice-Karten, wo man praktisch so Achtsamkeitsübungen am Tag eine zieht und dann macht man die. Und der ist auch sehr aktiv auf Instagram und hat halt dieses Anliegen, auf Achtsamkeit zu achten. Und ist aber insgesamt halt auch einfach ein Typ wie du und ich. Also ein sehr cooler, eloquenter Mensch, der diese Idee sehr gut erzählen kann. Und das empfehle ich immer noch gerne so beim allgemeinen Thema Depression. Super, okay. Hat mich sehr gefreut. War wirklich ein tolles Gespräch. Genau so möchte ich das haben. Super. Auch für die Zukunft einfach tiefgründige Gespräche. Was macht Sekte mit einem und wie kommt man raus? Ich bedanke mich für die Ehre, dein erster Gast gewesen sein zu dürfen. Ja, vielen Dank. Und ich wünsche dir weiterhin tolle Gäste und Gästinnen. Dankeschön. Und ich danke dir für deinen tollen Kanal, der mir auch schon ganz schön viel gebracht hat. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute. Dann wünsche ich dir. Dann mache ich mal. Tschüss. Tschüss.